Leute, damit willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind, soweit ich weiß, auf dem Weg nach Bogano, glaube ich. Keine Ahnung. Zur Info, Leute, falls ich etwas anders spielen sollte, ich spiele gerade mit Maus und Tastatur. Weil mein PlayStation-Controller, ich habe das Kabel irgendwie verschlampt. Und ich kann ansonsten nicht anschließen. Tut mir leid, Leute. Gut, fangen wir an. Was war da? Interagieren? Das ist eine Gitarre. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrod T'Porn. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Okay. Leute. Es tut mir leid, ich sehe. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht sie dann mich? Gute Frage. Ich sehe immer noch, wenn ich Augen schließe und ziehe, Reno, sehe ich immer noch Angelina Jolie. Wer ist sie? Maleficent. In den beiden Filmen, die sie gespielt hat. So, ich muss mal ganz kurz. Hier Gras schneiden. Es ist geil. Gut, das ist Block. Ich muss gerade mal kurz gucken. Aha. Was ist das? 1. Ah, gut, okay. So, gut. Und dann fangen wir mal an. Ich hab keine Ahnung, wo es hier lang geht. Was ist das? Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. Nur konzentrieren.
Okay. Speicherpunkte. Speicherpunkte findest du überall auf Kells Reise. Ich rede mit ihnen, um deine Fortschritte zu speichern, okay? Als Speicherpunkt kann Kell sich aus und Fähigkeitenpunkte in den erhaltenen Fähigkeiten investieren, okay? So. Das ist ja dein Fähigkeitenpunkt dann, um über Kopfhieb zu lernen. Was macht denn das? Das heißt, einen mächtigen Angriff, der schwächere Gegner tödlich. Der für schwächere. Achso. Ah. Okay. Zack. Okay. Ah, und jetzt sind hier noch die ganzen anderen. Sagen wir mal, was haben wir? Okay. Macht, Lichtschwert, Überleben. Okay. Kitzmax erhöht sich. Die Kreisverteidigung verbessert sich. Und ich werde es mal hier, wo noch hier so leere Felder sind, da lernen wir noch Machtfähigkeiten dazu. Dass es wahrscheinlich hier so einen ganzen Kreis gibt. Ich habe keine Ahnung, Leute. So. Oh. Hey, BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Okay. Hast du das gehackt? Danke. Leider, Maria. Okay, ich weiß jetzt schon, ich werde den Kerl mögen. Ach, eh. Also ich muss mich jetzt mal komplett in eine Steuerung gewöhnen, Leute, weil es komplett anders da für mich. Also nicht wundern, ne? Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Okay. Okay, jetzt haben wir eine Karte. Aha. Ja, geradeaus. SD, Zoom und Zoom. Okay. Gut. Fertig. Werden auch über falsche Wege und Richtung Landmarkierung angezeigt, okay. Speicherpunkt, unerforschter Weg, unerforschter Weg. Okay. So. Da müssen wir hin. Dann gehen wir mal hier lang. Ich höre was hier drin. Sind Gärtner geworden. So. Ich schätze mal, dafür brauchen wir Wallrun und das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Oder? Wahrscheinlich nein. So. Zack. Manchmal ruckelt es noch so ein bisschen. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Seilrutsche? Okay, wie? Ah. Wie hast du das gewusst? Halt. Hast du nicht? Okay, jetzt wird das meditieren. Ich mach's einfach mal. Mal gucken, was es bringt. Ich hab keine Ahnung. Leben macht. Gegner sind respawned. Okay. Komme ich hier lang? Warte mal ganz kurz. Ich kann sie Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Was gibt's hier sonst noch so? Schon klar, aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Balla.
Erstmal hier gucken, bevor ich da reingehe, guck ich mal da. Gott, sind die Pflanzen blöde hier. Das kann ich nicht zerstören. Wenn ich zerstöre, bringt mir das irgendwas? Da auch könnte ich dann mal gucken. Ui. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als. Ah, was für der CSV. Sag mal. Okay. Ergo, merke, ich brauche einen Controller. Also ich muss das ganze Teil fix wieder zum Laufen zu bekommen. Versuche, es wieder zum Laufen zu bekommen. Aber ich glaube, für das Vieh sind wir definitiv nicht bereit. Ich gehe trotzdem nochmal da lang. Warte mal. Nur Leute, ich habe mir jetzt mal die Ausweichtaste auf was anderes gelegt, nämlich auf auf Alt. Und ich wies ursprünglich war auf Y. Okay, was ist das hier? Bewirkt das was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch angehalten. Ich will dahin. Echo wahrnehmen. Also ich hab mal. Ich kenne ein klein wenig Star Wars. Also dieses Echo wahrnehmen, dieses Machtecho, das können halt wirklich nur sehr selten, sehr wenige, wie ich es hier schon sagte. Unter anderem auch Quinlan Voss. Wenn ich nicht vergesse, blende ich mal ein Bild von dem ein. Kommt in Star Wars The Clone Wars vor. So. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Aha, Macht. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Was ist das? Ah. Okay, gut. Das ist schon mal aus, das ist schön. So. Wie komme ich hier weg? Ah, wahrscheinlich. Na! Ah! Scheibenkleister. Hallo, ich will doch aber. Sag mal. Sag mal, wie soll ich denn da rankommen an das? Oder was sehe ich hier gerade was? Sag mal, ich komme einfach da nicht darüber. Einmal noch, dann bin ich sowieso tot. Jetzt. Sag mal, meine Fresse. So, ich gehe jetzt nicht zu dem fetten Fieder hinten. Ich folge jetzt hier BD. So, warte mal. Mal ganz kurz ausruhen und dann nochmal von vorne, ne? So. Ausruhen, Gegner sind respawned, ja. Lalalalalalama, da lang.
So. Vorsicht da drüben. Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Ja. Was ist das für ein Vieh? Durchhalten Sie die Eins, ich komme. Na, falscher Knopf, das wollte ich nicht. Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte, ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. Der ist so süß. Ich weiß zu verrecken nicht, warum der so süß ist. Schön. Der Scorn-Bahn-Schluss ist kaputt, aber... Das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Ja, würde ich meinen. Okay. Kann ich hier was machen? Was war das Lichtschwert? Ah, jetzt sei nicht, ich kann hier mal Dinge auswählen. Grün könnte ich das Ding machen, ich könnte Orange Premium Inhalt. Wie sieht das aus? Ich suche eine Tempelwache. Obwohl, nee, die haben gelbe Lichtschwerter, Entschuldigung. Ich mach's wieder blau. Kann ich die noch abändern? Umbara-Kampagne? Megito-Kampagne? Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Na gut, komplett dann quasi einmal abgeändert. Ach, ich lasse es mal so, erstmal so wie es ist. Komm! Ich kann ja Kell, glaube ich, auch verändern, oder? Anpassung, genau hier. Bracker Schrottsammler und dann hier Jacke. BD1 kann ich auch verändern. Biene. Okay. Original. Farbton, okay. Mantis kann ich auch verändern. Goldstaffel. Nee, ich lasse es so. Gut. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich finde schon selber raus. Dadurch. Es wird schon gehen. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Nehmen wir das doch mal. So. Na, so. Ich könnte sagen, ich gehe da lang, ich könnte sagen, ich gehe da lang. Ja, was ist das? Provisorisches Lager. Da ist irgendwas. Okay, hier geht's auch nicht lang. Okay. Naja, dann. Au. Oh, der ist so süß. Wie so ein Hund. Was gut mal. Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Ich muss ganz schön, schön. Ganz schön dicke oder lange Nadel sein. Oh. Okay. Hier, komm an Bord. Das ist so süß. Was soll ich sagen? Es muss eine ganz schön lange Nadel sein, wenn das Ding durch den, durch diesen Poncho. Durch diese
Lederplatte da vorne kommt. Was soll ich da sagen? Moment. Durch diese Lederjacke kommt, durch seine darunterliegende Jacke und dann durch die Haut und Muskeln und bla bla bla. Also muss eine fucking lange Nadel sein. So, was war denn? Wir hatten mehrere Einträge, Datenbank. Aufgabe. Die Reise beginnt. Kaltkasse ist ja mega. Das hatten wir letztes Mal schon gelesen. Ich klappe jetzt mal alles ab. Da haben wir 2 von 2, 3 von 3. Baka. Ibdischlund. Baka ist eine Ibdischlund. Aha. Also, es war. Ich hatte recht. Baraka ist die Heimat des Ibdischlundes. Einem Superorganismus, der oberflächlich betrachtet den Salax auf Tatooine ähnelt. Die zahlreichen Münder des Ibdischlundes sind einem riesigen verzweigten Verdauungssystem in hunderte von Metern unter der Oberfläche von Baraka verbunden. Die Münder des Schlundes, auf dem Atropasitz sind, auf eine unfassbare Größe angewachsen, da sie permanent mit den Materialien von Sternenschiffen gefüttert werden. Also ich hatte recht. Es sah aus wie ein Salak. Es war aber kein Salak. Ibdischlund, hab ich noch nie davon gehört. So, was war das? Okay, das ist das. Bogano. 1 von 13. Forschung, okay, müssen wir noch mehr sammeln. Charaktere. Cal Kestis, Zirjunda. BD1, die zweite Schwester. Die neunte Schwester, das ist Jared Tapal. Andere Charaktere. Prof. Bogano. Okay. Ja, das können wir uns mal irgendwann mal, Leute. Na, komm. Ich klicke das jetzt mal alles weg, ne? Damit wir... So. Jetzt. Zurück zum Eigentlichen. Okay, schneiden. Ich könnte da lang gehen. Was ist das? Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Was haben wir gefunden? Neuen Sinn erhalten. Ino Cordova. Okay. Also wahrscheinlich nur das Teil von unser Lichtschwert. Wahrscheinlich, wenn wir alle Teile. Hoppala. Wenn wir alle Teile dann sammeln. Hey, BD1. Gibt's wahrscheinlich. Dann, ne? Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Wir machen jetzt schon 18 Minuten lang. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Format gefällt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut bei meinen anderen Projekten vorbei. Es würde mich sehr unterstützen. Wenn ihr auch möglicherweise, wenn euch dieser gesamte Kanal gefällt, was ich mache, ein Abo dalasst. Und bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao, Leute.